Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Replay mit dem WZ120.1. Jetzt muss ich selber spicken. FT. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, hä, was ist denn das? Ja, das ist nichts anderes als der aktuell neueste Premium-Panzer im Tier 8-Bereich, den man sich kaufen kann. Ein chinesischer Tier 8-Jagdpanzer. 440 Schaden bei 248 Durchschlag. Wem das nicht reicht, kriegt 310 Durchschlag. Und ich wurde das eine oder andere Mal im Stream gefragt, was hältst du denn von dem? Und ich muss gestehen, ich hatte bis dato einfach noch gar keine wirkliche Antwort dafür, denn ich habe ihn mir noch nicht gekauft oder ich habe ihn mir nicht gekauft, weil er interessiert mich einfach so nicht wirklich stark und dementsprechend habe ich mich auch nicht wirklich damit befasst. Und seit ich kein Kontributor bin, sind jetzt neuere Panzer vielleicht für mich als auch nicht so spannend mehr, wie es zu Kontributorzeiten war, wo man den vorher bekommen hat und vielleicht schon mal ein bisschen rein sneaken konnte. Dementsprechend schauen wir uns den jetzt heute mal hier einfach zusammen an und schauen, wie er sich so verhält. Was auf jeden Fall schon mal auffällt, dass er einigermaßen mobil ist. Also wenn er Gas gibt, kommt er ganz gut in Tritt scheinbar. Mit 50 km Endgeschwindigkeit ist er auch da nicht zu unterschätzen. Auto-Aim, zack, VK rausgenommen. Schön, das war effektiv. So wie es aussieht, hat er keine Crew mit sechsten Sinn drauf. Zumindest würde es mich stark wundern, wenn er da durch dieses Auto-Aim nicht aufgegangen wäre. Also scheinbar auch dementsprechend hier noch eine sehr frühe Crew. Klar, der chinesische Jagdpanzer-Tech-Tree ist auch noch nicht so weit, dass man oder so lang vorhanden, dass man da jetzt schon eine geile 5-Skill-Crew drin haben könnte. Hier das Pendant auf gegnerischer Seite und da nicht lang eingeaimt und der Schuss kam trotzdem schön gerade. Also auf solche Sachen sollte man ja durchaus achten. Aber der war mal gar nix. Der Reload hier knapp unter 8 Sekunden von dem Gerät und das ist für den Alpha schon sehr ordentlich. Ich glaube, der dürfte gesessen haben. Aber es steht halt schon 1 zu 4. So, jetzt komm, nimm jetzt mal. Mach da mal ordentlich Rabatz. Ah, das gibt's ja nicht. Hat man nicht mal 8 Sekunden Reload und trotzdem wird das noch gar nichts. Aber 1-6 steht's schon für den Gegner. Also das ist natürlich hier schon eine ja, eher unschöne Nummer. Jetzt komm. Ja, also. Aber dicker Low Roll. 382 lediglich. Aber der AMX denkt sich, oh, ich schau nochmal hoch. Da hat er Glück gehabt, dass der so nicht angekommen ist, beziehungsweise der sich dann doch dachte, naja, vielleicht war ich nochmal ein Stück zurück. Oh, der E2. Einzielzeit typisch lange. Oh, der war jetzt dafür 489 Schaden. Also der war jetzt gut über dem angegebenen Alpha. Und ja, man muss sagen, also ich würde einfach mal empfehlen für Leute, die mit den russischen Heavys gut zurechtgekommen mit den russischen Jagdpanzern gut zurechtgekommen sind. Die können sich hier den Tech-Tree auch bestimmt gut anschauen und werden da auch mit ihren Spaß haben. Für Leute, ja, der macht aber auch die aggressiven Moves, muss man sagen. Ja, aber sie gehen. Die werden, also Leute, die sagen, ja, geil, russischer Jagdpanzer, das ist meins, da fühle ich mich daheim. Die werden hier mit den chinesischen bestimmt auch ihren Spaß haben. Für Leute, die damit gar nichts anfangen können, ich glaube, auch die werden keinen Spaß mit eben den Panzern haben. So, da hat er jetzt den anderen WZ gut rausnehmen können und jetzt ist auch da der VK oben. Seitlich auf dem Turm auch, der hat perfekt gesessen, so wie er den braucht. Und jetzt ist hier diese Polonaise, die hier war, erstmal beendet. Und jetzt Badshed, der fährt echt aggressiv, der Junge. Also, um Hits sparen geht es dem mal gar nicht. Oh, der hat aber noch, also der war knapp, der war unfassbar knapp, dass der noch funktioniert. Aber die Badshed ist hier hochgefahren und dachte sich dann erstmal auch, ja, ich schieß mal gar nicht, ach, ich fahr doch wieder weg. Also der war total unüberlegt und auch der funktioniert. Also jetzt hat er gerade ein bisschen Luck mit seinem RNG, kann man nicht anders sagen. Aber auch das ab und an gehört halt einfach mal dazu. Gerade bei einem frühzeitigen 1:6 braucht man einfach RNG Luck, um wieder zurück in die Spur zu kommen.
Der Tiger im Norden, auf den kommt er nicht drauf. Deswegen orientiert er sich gar nicht so groß auf den. Der... Oh, der... So, jetzt denkt er sich 1375, dich hole ich mir. Und den macht er auch wirklich. Und jetzt... Da noch der Schwede. Aber Auto-Aim würde ich da jetzt... Ja, genau. Auto-Aim hätte ich da jetzt eben nicht drauf geschossen. Sondern einfach mal ein bisschen oben selber mal aimen. Genau so. Und da klappt es nämlich auch. Weil Auto-Aim einfach da schon viel zu tief für sich gezielt hat. Hätte er meines Erachtens erkennen müssen. Hat er aber nicht getan. Und der E2, der lümmelt da so ein bisschen oben raus. Ah, der war natürlich sehr, sehr knapp. Also... Klar, nicht einaimen und so, aber er hatte einfach nicht mehr Zeit, also er hat es probieren müssen. Aber wir sehen, es steht 11 zu 12, also der GW Panther hat da jetzt den AMX rausgenommen. Dementsprechend sind sie wieder ein bisschen back in the game, wie man so schön sagt. Jetzt schauen wir mal, vielleicht macht der ISO ihm hier den Gefallen und guckt mal kurz an der Seite vorbei. Der E2 auf jeden Fall schießt hier, geht dabei auf. Und wir sehen halt ohne... Oh, sehr gut hier der Gaby Panther. Sehr gut unterstützt. So, und jetzt hier die ISO. Und der funktioniert. Nicht schlecht, Herr Gesangsverein. Und jetzt hier der Tiger. Ah, da, also er nutzt viel Auto-Aim. Manchmal klappt es unfassbar gut mit unfassbar Glück. Aber hier, so ab und an sollte er ein bisschen mehr aimen. Und jetzt da der Tiger. Der Tiger ist der letzte noch aktive Kampfpanzer. Danach gibt es dann nur noch die Arti hier im Spiel. So, jetzt hat er sich nochmal einen gefangen. Ist ihm aber scheißegal. Und mit Premium ballert er einfach mal im Auto-Aim easy peasy durch. Und jetzt... ist einzig und allein nur noch die Arti am Start. Und das ist jetzt sehr mutig, was er jetzt macht, dass er sich gar nicht bewegt. Normalerweise, wenn mir das passiert, dann wäre ich sofort rausgenommen worden. Also, eins will ich ganz kurz resümieren. Dieses Replay ist jetzt vielleicht spielerisch nicht das allerbeste. Da bin ich jetzt schon bei euch, wenn jetzt der Kommentar kommt. Aber man hat den Panzer in Aktionen gesehen. Man hat gesehen, was kann er nicht. Wie verhält er sich? Und... ein bisschen Luck finde ich auch mal ganz angenehm. Also, zeigt zumindest, dass es da Leute gibt, die es haben. Mir selbst geht es leider oft genug so. Habe ich nicht. Meins ist immer ausverkauft irgendwie. Aber nicht umsonst auch kein Replay of the Week. Nicht, dass wieder halt... Und das kommt ganz erschwerend dazu, ich habe kein einziges Replay von dem Panzer aus der Community erhalten. Dementsprechend musste ich mir natürlich was aussuchen. Also, wie gesagt, blöde Kommentare stecken lassen, fürs nächste Video aufsparen. Da passt dann vielleicht doch wieder. So, jetzt ist nur noch die Arti Frage zu klären. Er hat 10 Kills, also... Das muss man sagen, da war er unfassbar effektiv. Die Pool hat er sich mal sowas von ergaunert, verdient, erglückt. Man weiß es nicht, was man genau sagen soll. Aber zumindest auch nicht unverdient. Weil er hat Moves gemacht, die auch ein bisschen Cojones erfordern. So, jetzt sucht er hier die Arti. Könnte natürlich unten auch irgendwo da gewesen sein. War aber nicht der Fall. Jetzt gibt es noch die nächsten klassischen Positionen. Hier auf K1. Da hinten drin oder auf der anderen Seite. Aber ne, da hat er sie schon. Arti ab.
Da zieht er nur die Kanone. Kein leichter Schuss. Oh. Und den versemmelt er, den ersten. Er fährt nicht weiter drauf. GW Panther schreibt yours. Deswegen hat er auch erstmal schön hell drauf geschossen. Und dass er ihn jetzt dann da doch durchlässt. Ja. Sehr feine Runde. Mit einem sehr interessanten, speziellen Panzer, wie ich finde. Und ihr könnt mir ja mal eure Meinung zu dem schreiben. Habt ihr ihn euch gekauft? War er sein Geld wert? Oder sagt ihr nein? Ist für mich nur eine gefühlte, billige China-Kopie. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.